So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Falls Hintergrundgeräusche zu hören sind, dann liegt seine Frau hantiert da hinten rum. Und was machst du eigentlich? Ich suche eine Schere. Sie sucht eine Schere. Dann warte, dann nimm doch einfach mein neuestes Messer für Dankeschön, das ich in diesem Video präsentieren wollte. Ich hatte nämlich jetzt unter meinen Schlüsselanhänger Messerchen jetzt auch hier das Wenger Modell, das da hat eine Klinge. Entschuldigung, das war die Feile natürlich. Klar, das selbstverständlich war das. Die Feile hat eine Klinge und hat, und das ist der springende Punkt, hat auch eine Schere. Ne? So, und die kriegt jetzt Frau. Danke. Bitte, Frau. Ja. Also, jetzt nochmal. Dankeschön, Video. Und zwar, einfach nur, seht ihr diese Kiste? Die ist groß. Die war randvoll. Also man kann das auch echt übertreiben. Also wirklich. Aber toll ist trotzdem. Keine Ahnung, wo ich da jetzt anfangen soll. Also, habe ich ja gerade getan. Das kleine Schlüsselanhänger-Messerchen da. Sehr, 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 sehr hübsch. Vor allen Dingen halt mit den Holzbelägen. Natürlich nochmal als Schlüsselanhängermesser. Auch so ein gewisses Maß an Statussymbolartig. Ganz hervorragend zu gebrauchen. Oder kommt es eingeschwebt? Und es schneidet auch toll. Ja, vor allen Dingen, man kann das also schon ganz gut erkennen hier. Diese Scherendingerchen hier, ne? Von Wenger, die haben halt einfach diese massive Schneidmechanik und nicht nur dieses kleine, dünne Federgäbelchen bei den Victorinox-typischen Messern, also bei denen von Victorinox entwickelten. Und also die Scheren, muss ich sagen, finde ich wirklich erheblich besser, die Wenger-Scheren. Ne? Also das ist schon... Zu allem Überfluss auch noch diese wunderschöne Tree hier, diese wunderschöne Schatulle, muss man sagen, in Lederoptik. Ob das jetzt echt Leder ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das sieht mal richtig, richtig, richtig gut aus. Und da passt das dann theoretisch jetzt rein, nur dass es halt schon am Schlüsselbund hängt und ich will es auch gerne benutzen. Aber so im Grunde so zum Aufheben, also diese... Das Döslein ist schon natürlich toll, vielleicht finde ich auch etwas anderes, was ich da reintun kann, aber das tut mir fast schon leid, dass ich jetzt da so ein gigantisches Video machen muss, weil es ist halt wirklich einfach ein Berg von Zeug, aber es gibt ja eine Handvoll Leute, die das eben entsprechend interessiert und ich zeige jetzt auch nicht alles, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Manches zeige ich so übergeordnete kategoriemäßig. Scheiße, gut. Jedenfalls, da gibt es hier noch diese Holzdöschen, die allein sind ja auch schon wunderschön, gefallen mir auch unglaublich gut. Davon habe ich jetzt zwei und da ist jeweils drin auch wieder, ne, Wenger-artige Messer, und zwar einmal hier, das ist natürlich der Knüller. Das ist natürlich der Knüller, das personalisierte Ben-Messer, ne? Das ist im Prinzip ein Mini-Ranger-Wood. Ich habe vergessen, wie das heißt. Woodsman. Hast du mir geschrieben gehabt, wie es heißt. Ich bin nur wirklich momentan echt noch überfordert. Tolle Klinge, wunderbar, wirklich schön. Gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Scharf wie Sau. Mit Liner-Look-Verschluss hier entsprechend. Ne? Dann geht es auch gleich wieder entsprechend zu. Und hat auch natürlich eine wunderbare Säge. Hat einen Dosenöffner, kann ich auch wirklich oft brauchen, so einen Dosenöffner, muss ich sagen. Also die habe ich wirklich schon oft verwendet, aber das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Hat einen Flaschenöffner, auch den kann ich oft gut gebrauchen. Hat einen Korkenzieher und hat eine Aale. Allerdings ohne Loch, leider. Das ist ein bisschen schade. Da hätte man die vielleicht auch noch mit Loch entsprechend machen können. Aber ansonsten tipptopp, wunderschön. Also gerade so zum in die Stadt mal zum irgendwo hingehen, zum Leute beeindrucken. Tolles Messer. Gerade zum Thema Leute beeindrucken, ganz, ganz wunderbar geeignet. Also da gibt es gar nichts. Das also in seiner entsprechenden Vitrine. Da bin ich auch geneigt, das tatsächlich da drin zu lassen und nehme das dann eher mehr zu so
So, dann haben wir noch hier wieder so ein Ding, wieder so ein Döslein und da ist diesmal drin, und das finde ich natürlich auch toll, erstmal so ein Zubehörset mit zusätzlichem optionalen Zubehör, was man zu solchen Messern noch dazu machen kann. Erstmal noch ein Zusatz Pinzettchen, Zusatz, na wie heißt denn? Zahnstocher, das Wort habe ich gesucht. Das habt ihr alle schon gesehen in alten Danke-Videos, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich kürze hier einfach mal ein bisschen ab, sonst wird das wirklich unglaublich lang. Und hier solche Clips, die sind ganz interessant, weil da kann man, die kann man wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, an hier so einen Ring, an diesen üblichen Ring, der hier dran ist, den da durchmachen und sich das Messer dann damit quasi an der Hose festklippen, damit es nicht ganz so tief in der Tasche versinkt. Das bleibt dann oben hängen. Super, super praktisch. Das kann ich auch ganz hervorragend gebrauchen. Ich werde mir so einen Clip vor allen Dingen an meinem Ranger Wood, das ist ja das Messer, das ich derzeit fast immer dabei habe, werde ich mir da so einen auf jeden Fall dran befestigen, damit das nicht immer so tief in meiner Messertasche versinkt. Weil der einzige Nachteil, wenn es überhaupt einen Nachteil gibt beim Ranger Wood, den ich momentan da finden kann, ist halt, dass es immer relativ tief in der Messertasche sitzt und es immer ein Weilchen dauert, bis ich entsprechend drankomme. Und da werde ich mir auch so einen Clip dran machen. Ich habe derzeit gerade mal wirklich ausnahmsweise eine kurze Hose an, nicht meine übliche Outdoor-Hose und deshalb das Ranger Wood auch nicht griffbereit. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal eine tolle Sache. Dieses Ding hier ist natürlich auch neu, war hier auch eben in diesem Papier drin. Es gibt auch eine Gebrauchsanweisung und den üblichen lebenslangen Garantieschein. Das sieht aus wie die kleinen Victorinox Messer, die man kennt, ist aber nicht Victorinox, sondern ist Wenger, hier entsprechend zu lesen, hoffe ich, dass man das blub, erkennen kann. Ja, hat auch wieder Klinge, hat Schere, auch die gute Wenger Schere eben, ne? Mit eben diesen stabilen Schneidmechanismus, wenn man sie ganz ausklappt, heißt das, hat eine Nagelfeile, so ein bisschen das Frauenmesser in Anführungszeichen. Das macht aber gar nichts, ich kann sowas wirklich brauchen. Also ich, so ein bisschen, das ist die innere Frau in mir, dass ich sowas auch brauchen kann. Und hat dann auch auf jeden Fall noch einen Korkenzieher. Und das war es auch schon. Also wirklich rudimentäre Funktion, aber dafür eine richtig, richtig saumäßig scharfe, tolle Klinge, die man echt auch gut gebrauchen kann. Also auch das ein tolles Messerchen. Und ganz auch für die Sammlung natürlich nochmal schön, ne? Dass die Sammlung immer vollständiger wird. Demnächst kann ich dann wirklich ein Victorinox und Wenger Messermuseum aufmachen, wenn alle anderen Strecke reißen. Ein tolles Notizbuch in grün, das kann ich hervorragend brauchen. So Notizmaterial, immer, immer super, immer toll. Tippitoppi, gerade Notizbuch habe ich einen relativ hohen Verschleiß. Wenn ich mir irgendwelchen Kram notiere, den ich mal wieder für wichtig gehalten habe. Dann haben wir hier einen ganzen Berg Trinkschokolade. Ist Trinkschokolade. Mag ich sehr gern. Lecker, lecker. Noch mehr davon. Noch mehr davon. Und hier ein Säckchen. Ich habe es mal einfach in ein Säckchen zusammengepackt. Espresso. Schatz, wir haben hier übrigens noch jede Menge Espresso. Habst du noch gar nicht gesehen. Hier so kleine Insta. Cool. Magst du die? Ja. Ja. Okay. Und das wiederum ist was ich gerne mag, so Chai Latte Vanille Zimt. Hatte ich früher auch schon mal ein paar. Dann waren sie alle. Und dann habe ich irgendwie nicht dran gedacht, mir neue zu besorgen. Aber jetzt habe ich. Super, vielen Dank. Und auch diese Espresso, die werden wir mit Sicherheit gerade auf Tour wunderbar verwenden können. Gell? Wie bitte? Diese Espresso-Dinger, die sind doch was für auf Tour. Die sind super auf Tour. Sag ich doch. Ja. Die ist immer so abgelenkt. Ei, ei. Die lassen schreiben, tut mir leid. Auch ganz toll, und das muss ich sagen, das ist wirklich ein Novum, das hatte ich nämlich auch schon seit langem, keins zum Mitnehmen, ein Messerschleiferchen in Stiftform, auch von Victorinox. Das hat hier einmal so einen Durchziehschleifer, so ein mit so zwei Keramikplatten, man kann das hoffentlich einigermaßen erkennen. Da zieht man im Prinzip eine Klinge, einmal so durch, ne, dass man da, so, das ist jetzt mit der Schere natürlich schlecht vorzumachen. Sekunde. So rum, hier jetzt.
kann man da gerade einmal durchziehen, wenn man die nur ganz leicht nachschärfen möchte. Jetzt wird der Profi unter den Messerschleifern wahrscheinlich brüllen, nein, das darf man niemals tun, das macht die Klinge total kaputt. Für mich, der ich kein Profi unter den Messerschleifen bin, ist sowas wirklich super, super praktisch, wenn ich einfach nur mal ein klein bisschen nachschleifen muss, möchte, will. Und da freue ich mich da sehr drüber, weil das wirklich halt super einfach mitzunehmen ist. Das kann man gerade in die gleiche Tasche, wenn man sein Messerchen transportiert, das Ding noch dazu stecken und dann ist man bis in alle Ewigkeit glücklich. Und wenn man die Zeit hat und den Spaß dran hat, sein Messer richtig zu schleifen, ist ja auch noch so ein Keramikschleifstab dran. Das muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen üben. Aber im Groben kann man da halt dann einfach diesen hier, wie beim Küchenmesser, dann nicht. Ich muss, wie gesagt, ich muss das selber noch mal ein bisschen üben und dann schaue ich mir noch mal genug in Ruhe ein YouTube-Tutorial an, wie man mit dem Ding hier eigentlich umgeht, bevor ich jetzt eigentlich einen Quatsch erzähle. Und dann mache ich das mal irgendwann noch mal ganz in Ruhe und dann erzähle ich es euch und dann schauen wir weiter. Aber vielen herzlichen Dank auch hierfür, das kann ich hervorragend brauchen, für alles hier. Und das hier ist jetzt mal endlich, was heißt endlich, ist jetzt wirklich meine Gürteltasche, in die auch ein Messer vom Format eines Rangerwoods reinpasst, weil es gibt für das Rangerwood von Victorinox keine passende Gürteltasche, wo das wirklich reinpassen würde. Jetzt habe ich das Rangerwood ja gerade nicht da, aber man kann ja erahnen, da das hier, das ist ja noch ein Ticken kleiner als ein Rangerwood, reinpasst und hat noch viel Luft, dass das Rangerwood da gänzlich reinpasst. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Tasche noch so anstelle, weil die hat hier vorne noch so ein zusätzliches Fach, wo man noch zusätzlich Zeug reinpacken kann. Ich hoffe, man kann das sehen, dieses Zusatzfach. Jo, jetzt kann man es erahnen. Und da weiß ich einfach noch nicht so genau, was ich da dann eben entsprechend noch reinmachen soll. Aber auf jeden Fall super. Das ist jetzt auch mal ein richtig schön gut passendes Gürtelholster. Holster? Holster, genau. Für meinen Rangerwood habe. Auch wenn ich es meistens in der Holztasche transportiere, ist das immer gut zu haben. Insbesondere, wenn man damit angeben möchte, dass man ein Holztaschenmesser hat. noch eine Trinkschokolade. Und den Kaffee hatte ich schon erwähnt. Und wenn ich jetzt nicht noch einen Haufen Zeug übersehen habe, weil es wirklich viel, 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 viel Zeug war, dann hat man noch Folgendes, nämlich, und das muss ich auch erst noch ein bisschen ausprobieren, bevor ich jetzt groß sage, was es damit auf sich hat, hier Mikrofontechnik. Noch mehr Mikrofontechnik. Und zwar ist das so ein kleines Ansteckmikrofon, das habe ich jetzt auch nicht da, das liegt beim Kamerazubehör. Und das liegt woanders, als sich die Kamera gerade befindet. Das kann man sich hier eben entsprechend an den Hemdkragen stöpseln und mit langem Kabel und entsprechenden Adaptergerät, also langes Kabel liegt bei, kann ich das halt an der Kamera anschließen und dann relativ weit weg hocken und habe halt mit diesem kleinen Dingelchen, das auch wieder einen Anti-Windaufsatz hat, dann voraussichtlich ein prima Ton auch. Und gerade bei Wind ist das natürlich dann super praktisch, wenn das Ding auch bei mir ist. Und wenn ich mal ein bisschen weiter weg von der Kamera sitze und man weniger von mir und mehr von der Umgebung sieht, ist das sicherlich auch im Interesse aller. Aber das muss ich, wie gesagt, noch ausprobieren. Alles noch so viel Zeug. Da komme ich hin. Das hat ja Zeit. Ne? Wir haben es ja alle nicht eilig. Und ich hoffe, das ist auch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch im Sinne des Schenkenden ist, dass ich mich da jetzt nicht in unglaubliche Hektik stürze. Ne? Also da bin ich doch sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass das nicht notwendig ist. Also das ist Wahnsinn, Wahnsinn, dieses Paket, Wahnsinn. Gut, ja, was ich jetzt noch sagen wollte, da mir jetzt nichts Besseres, nichts weiteres mehr einfällt, was hier noch dabei war. Schatz, ja? Magst du kurz... Weil die Evelyn hat auch noch was ganz Tolles gekriegt. Ich muss sagen, ich bin fast ein kleines bisschen neidisch. Sie hat ein Swedish Fire Knife, nennt sich das Ding. Also das ist diese Kooperation aus Light by Fire und Mora Messern. Zusammen mit eben dieser super praktischen Steckscheide, die ein Feuersymbol drauf hat. Kann man sehen, kann man hoffentlich sehen. Ist ein sauscharfes Mora-Messer, halt die übliche Mora-Qualität. Hat hier diese interessante Klingenform. Jetzt kann man es gut sehen. Hier vorne mit einem flach
dem Scandi-Schliff noch mal ein bisschen zum Flachschliff umgearbeitet, damit man eben halt auch Dinge machen kann, die man besser mit dem Flachschliff als mit dem Scandi-Schliff machen kann. Finde ich eine ganz geniale Idee. Und sonst weiter unten hier den klassischen Scandi-Schliff, den fast alle Mora-Messer haben. Der hat halt eine höhere Spaltwirkung, während man feinere Schnitte und Schnitzen meiner Meinung nach mit einem Flachschliff besser bewältigen kann. So ein Flachschliff ist meiner Meinung nach auch besser zum Wurstschneiden oder für irgendwelche Küchenaktivitäten geeignet. Aber da können sich die Geister gerne scheitern. Schatz, du bist im Hintergrund. Mhm. Sag mal deine Meinung. Meine Meinung zu dem Messer? Ja. Das ist toll. Wir hatten es nämlich schon ein bisschen im Einsatz. Sie rennt damit jetzt schon den ganzen, ja, seit zwei Tagen oder was, am Gürtel mit dem Ding rum und fühlt sich wie Jane gefühlt. Nee, wie Indiana Jones. Indiana Jane dann. Das Tolle bei dem Teil ist halt mal abgesehen von dieser wirklich super intelligenten Klingenform. Das gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Willst du das sagen, dass noch ein Feuerstiel drin hat? Ja, das hat ja eh schon jetzt jeder gesehen inzwischen. Das ist so ein Loch. Der ist total gut. Der ist ja total gut. Der ist sogar wahnsinnig gut. Das ist so einer der besten, insbesondere in der Kombination mit diesem extrem scharfen Messerrücken, der natürlich absichtlich geschliffen ist, damit man halt den Feuerstiel gut anreißen kann. Ist das so mit einer der effizientesten Fire-Steels, die ich jemals gesehen habe. Der macht Funken ohne Ende und beim minimalen Materialabtrag. Und damit darf ich nicht viel rumspielen, weil sie sich sonst beschwert. Mach du mal ein paar Fünkchen. Wann muss ich das eigentlich machen? Zeig mal, ob du es kannst. Zeig mal, ob du es kannst. Manchmal bist du blöd. Brav. Ich kann Funken schlagen. Brav. Ja, jedenfalls, das ist das exklusive Evelyn-Messer, die ist jetzt total toll ausgestattet. Das heißt, wenn ich meine Messer vergesse, was natürlich nicht vorkommt, dann hat sie eben entsprechend eins dabei. Das ist total toll, völlig nicht nötig, aber vielen herzlichen Dank. Okay, ja. Dann darfst du wieder das Zeitliche segnen. Da hättest du keine Freude dran. So, und jetzt kommt noch das andere Krasse. Das andere Krasse. Ich habe hier so eine Kiste. Das war also die Kiste in der Kiste. Und das ist jetzt keine mit Gold gefüllte Schatztruhe gefühlt, aber schon. Nämlich. Moment, andersrum. Und ihr könnt jetzt leider nicht riechen, weil wir kein Geruchs-YouTube haben. Sonst würdet ihr. Tada! Also das Ding ist randvoll mit Tee aus aller Welt und zwar wirklich aus gefühlt überall, wo das Zeug auch nur ansatzweise wächst und gemeint ist richtiger Tee, ne? Nicht Früchte, getrocknete Früchte, Exzenzen, Ausguss, sondern tatsächlich eben alles, fast alles, von der Teepflanze und Rooibos zum Beispiel ist glaube ich noch irgendwo dabei und das ist jetzt streng genommen, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, nicht klassischer Tee im Sinne von, beziehungsweise man weiß es gar nicht so genau, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, weil die Sache ist die, in diesem gigantischen Teekistlein liegt nämlich noch, und ich denke, das darf ich in die Kamera halten, da steht ja nirgendwo dein Name drauf und das kann man auch nicht auf dich zurückführen. Das Ganze ist nämlich die Teereise um die Welt für mich und Begleitung. Begleitung sitzt da hinten. Schatz? Ja. Ja. Und ja, wir werden uns da wirklich ganz fleißig durchsüffeln. Ich persönlich habe schon angefangen, wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, noch gemeinsam uns da groß durchzusüffeln. Das werden wir aber auf jeden Fall auch noch tun. Es ist ja noch Zeit, ne? Und gerade wenn wir mal auf Tour gehen, wird in Zukunft häufiger auch mal Tee mitkommen mit entsprechenden Aufbrühutensilien. Und das Ganze ist also wirklich wunderbar ausführlich. Die ganze Teewissenschaft hier auf vielen Seiten, inklusive Bebilderung und so weiter und so fort, erklärt, was dann wozu verwenden darf, soll, möchte, kann. Ich bin fast geneigt, es wie dieser eine Teegroßmeister zu halten, der da wohl der Meinung war, dass Teegeschirr wohl das ist, was zum Aufbrühen von Tee verwendet wird oder vom Zubereiten des Tees. Weiß ich nicht mehr ganz. Es ist also auf gut Deutsch scheißegal, Hauptsache der Tee ist gut. Dieses eine Zitat habe ich mir gemerkt, dass ein bisschen die Kompliziertheit aus dem Thema rausnimmt. Also dass Tee eine Wissenschaft für sich ist, das war mir ja klar. Aber das ist schon wirklich enorm krass. Hier ein schönes Zitat von
Kaiser Hui Zung, den ich vermutlich schlecht ausspreche, der sich von 1101 bis 1125 nach Christus, da muss er das wohl irgendwo in der Zeit gesagt haben, nämlich: Drei Dinge auf der Welt sind höchst bedauernswert. Das Verderben bester Jugend durch falsche Erziehung, das Schänden bester Bilder durch gemeines Angaffen und die Verschwendung besten Tees durch unsachgemäße Behandlung. Mhm. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall auch ein ganz tolles Zitat, davon mal abgesehen. Also, jede Menge Material, jede Menge Studienliteratur. Ich habe es, wie gesagt, einmal schon gelesen, aber es ist eine Wissenschaft. Man braucht ein bisschen Zeit, man muss sich da einarbeiten, man muss sich da einprobieren. Also das, was ich bisher probiert habe, ich habe jetzt in Hamburg angefangen. Die Teereise geht los in Hamburg in der Speicherstadt, macht auch irgendwo Sinn. Und habe mich durch sämtliche Hamburger Tees auch schon entsprechend durchgetrunken. Sind alle lecker, sind alle ganz hervorragend. Und weiter bin ich noch nicht gekommen, aber das kommt bald. Es stehen jetzt auch jede Menge Geburtstage und Familienfeste und Ähnliches an. Das heißt, ich kann also auch prima die ganze Verwandtschaft mit Tee entsprechend versorgen. Ich denke, das ist auch durchaus in deinem Sinne, wenn ich das weiter verschenke, beziehungsweise ausschenke, so rum. und außerdem gibt es auch noch weiterführende Literatur. Ich liebe weiterführende Literatur. Der Tee, hier einmal von, Peter Rorsen. Also ich habe auch da mal reingeschaut, macht auch einen tollen Eindruck. Ist richtig schon übersichtlich gegliedert. Anbau, Sorten, Geschichte, gerade die Geschichte finde ich wahnsinnig interessant, wie das alles so funktioniert. Und Tee ist wohl ein unendliches Fachgebiet, dass es unendlich viele Sorten Tee gibt. Und was auch irgendwo hier in entweder diesen oder dieser Gebrauchsanweisung drin stand, ist, dass es wohl aus dem englischsprachigen Raum das schöne Sprichwort All the Tea in China gibt, was so viel bedeutet wie eine unendliche Vielfalt, die man niemals ganz unter einen Hut bekommt, haha. Es gibt wohl unendlich viele Teesorten, weil jedes kleinste bisschen Variation in der Behandlung des Tees dann quasi streng genommen schon wieder eine neue Sorte hervorbringen könnte oder auch nicht, je nachdem, wie man das definieren möchte. Auch das kommt mir sehr bekannt vor aus dem, was ich sonst so erzähle, dass vieles einfach eine Definitionsfrage ist, was dieses Tee-Thema nochmal wahnsinnig interessant macht. Und hier haben wir auch noch fernöstliche Literatur, das Buch zum Tee, vom Tee, Entschuldigung. Also das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, diese fernöstliche Denkweise, die Dinge anzugehen, ist ja dann auch wieder eine ganz andere als meine persönliche, beziehungsweise jetzt eher so die westliche. Und wenn dann noch ein wenig, und das ist auch durchaus der Fall, so ein paar Erkenntnisse philosophischer Art dabei sind, die sich mit dem Tee zusammentun, dann bin ich auch da sehr gespannt und werde da entsprechend beim Genuss des Selbrigen intensiv drüber nachdenken. So, aber wir sind immer noch nicht durch, es tut mir leid, weil das ist ja nicht nur Tee, eine gigantische Kiste Tee, sondern, oh, das duftet wahnsinnig gut, Schatz, ja. Magst du mal riechen? Hast du da mal reingerochen? Ich habe jetzt gerade meine Hände voll, aber ich habe reingerochen und sie riecht total lecker. Was machst du da zum Geier? Ich packe Geschenke ein. Es ist ja auch ungewohnt, dass ich hier Hintergrundpersonal bei meinen Videos rumspringen habe. Ich nehme mich doch einfach, geht es nicht? Der Keller ist nicht mehr sehr so männlich, wenn du anwesend bist. Er bekommt eine sehr weibliche Note. Das geht ins Economy. Wäre eine Option. Worauf ich hinaus möchte, habe ich jetzt einfach mal in eine andere Kiste ausgelagert. Ursprünglich war das alles super toll verpackt, mehr oder weniger in der Teekiste alles drin. Alles wirklich ganz, ganz, ganz fein, minutiös und jeden kleinen Hohlraum in der großen Kiste ausgenutzt, also ganz toll verpackelt. Diverses Teezubehör zum Beispiel. Dieses Ding hier, das ist wohl eine Schale, in der man die Teeblätter reinleert, um sie zu begutachten und zu schauen, ob die Qualität des Tees denn dem gerecht wird, was man so vorzeigen möchte. Dann Teegeschirr für jede gedenkliche Form von Tee, die halt eben da dabei ist. Und da ist ja jede Form von Tee dabei. Das hier zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, ist eine Mate-Teedose, die man auch als Müsli-Schüssel wohl verwenden kann. Kenne ich mich überhaupt nicht mit diesem Mate-Tee. Ich habe den wohl schon mal gesehen, irgendwie als Hipster-Getränk in Anführungszeichen. Muss aber wohl doch was Gutes sein.
Das hatte ich eher abstreichend gefunden, dass das ein Hipstergetränk ist, aber ich bin gerne bereit, da alles Erdenkliche auszuprobieren. Das hier ist die berühmte blaue Dose, die ich nur im Freien aufmachen soll, deswegen habe ich davor noch ein bisschen Angst. Ich habe sie noch zugelassen, also ich habe es erst gelesen und dann eben entsprechend eine Dose rumgespielt, bevor ein Unglück passieren konnte. Bin ja wirklich gespannt, werde ich demnächst mal einfach mal im Freien einen Spaßeshalber aufmachen. Keine Ahnung, was da überhaupt drin ist. Hier ein Teebrett zum Beispiel, zum Anrichten seines Teegeschirrs auf einem Brett, wenn ich das richtig verstanden habe. Überhaupt diese ganzen Teeutensilien, das braucht alles eine Gebrauchsanweisung. Zum Beispiel, das hier ist so ein Bambusbesen, den kennt man vielleicht, wenn man viel japanische Filmchen auch guckt, aus der Teezeremonie, mit der Tee angerührt wird, dieser Matcha, spricht man den so aus? Ich glaube, so spricht man ihn, ich weiß nicht, ob man ihn ganz korrekt so ausspricht, aber so ähnlich klingt er zumindest. Dieser Matcha-Tee, das ist dieser Pulvertee, dieser japanische, der eben auch bei der Teezeremonie verwendet wird. Den trinkt man aber auch so, ohne Zeremonie. Und dafür braucht man in jedem Fall so einen Bambusbesen. Oh, da bin ich auch sau gespannt auf das Zeug. Da hattest du mir, ich glaube, das warst auch du, bin mir ziemlich sicher, schon mal so welchen geschickt. Den habe ich auch versucht, so gut es halt ging, mit dem Schneebesen anzurühren. Das hat aber trotzdem lecker geschmeckt, aber ich glaube, so ein Bambusbesen, dann macht das Ganze nochmal besser. Insbesondere, dass ich da ja so einen Schaum bilden soll, von dem braucht man wohl Übung und insbesondere so einen Bambusbesen. Was machst du denn jetzt? Die zündet meinen Keller an. Okay. Dazu gibt es noch so einen lustigen Wassereinfüllkelch. Ich habe ja so eine Teezeremonie auch schon häufiger in diversen Filmen gesehen, weil er jedes Mal wahnsinnig fasziniert. Insbesondere legen sie dann irgendwo hin und dann wird dann dieser Stiel da und da geht das nicht zusammen, hinten und vorne nicht. Also sie machen das immer meistens irgendwelche attraktiven Japanerinnen. Du hast nicht zugehört, Schatz. Dann haben wir hier noch so ein Kännchen, das ist... habe ich noch nicht so hundertprozentig rausgefunden, wofür dieses Kännchen da ist. Brauchst du mir jetzt nicht extra schreiben. Ich finde schon noch raus. Es ist ein Haufen Zeug. Und hier zum Beispiel ein ganzer Haufen Teebesteck. Zum Beispiel mit einem Löffel Verpulvertee aus dem chinesischen Raum. Gibt es da wohl, aber wird wohl scheinbar nicht mehr oft benutzt, weil die Chinesen keinen Pulvertee mehr trinken. Das hier ist ein sonstiger Teelöffel für losen Tee. Hier haben wir eine Teezange, mit der wohl das Teegeschirr arrangiert wird, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Teeahle zum Reinigen der Teekanne, wenn die verstopft ist von Teeblättern. Und das war nochmal, wo war der jetzt? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ein Haufen verschiedenes Material, ganz, 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 ganz toll. Und ist auch unglaublich faszinierend, überhaupt rauszufinden, wofür das einzelne Zeug da ist. Hier ein Teesiebchen, da habe ich auch schon entsprechend rausgefunden, wofür das dient. Denn das ist alles dieses Gaiwan-Zubehör für diesen Gaiwan-Tee, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht ist der Begriff Gaiwan-Tee auch noch nicht so ganz richtig. Wie gesagt, muss ich auch noch mit auseinandersetzen. Aber bei dieser ganzen Gaiwan-Geschichte handelt es sich wohl größtenteils um chinesischen Grüntee und da gibt es zum Beispiel so ein Reiseset. Ich glaube, das hat so ein Durchschnittschinese, wo scheinbar tatsächlich, wenn er so im Alltag unterwegs ist mit der Familie oder sonst wie, haben die sowas gerne mal dabei, um sich dann halt irgendwo auf Reisen ihren Tee zuzubereiten. Da hat es jetzt erstens mal so zwei Brettchen, die man das Zeug draufstellen kann. Dann haben wir hier ein Teetuch zum quasi Abwasch machen, wenn ich das richtig kapiert habe. Und es gibt hier diese große Schale. In diese große Schale, auch da Angabe ohne Gewehr und mit Vorsicht zu genießen, füllt man wohl den Tee, kippt den dann mit kochendem Wasser auf und kann den dann aus der Schale in diese vier kleinen Trinktassen reinfüllen und da gegebenenfalls dann noch so ein Sieb dazwischen machen, damit man halt eben keine Teeblätter im Tee hat. Wobei sich auch die Geister scheiden, habe ich auch gelesen in einem der entsprechenden Unterlagen hier. Ob man denn jetzt nun Teeblätter im Tee drin haben darf oder eben entsprechend nicht. Die einen sagen, das muss, die anderen sagen, das darf nicht. So, ja, und also das wäre jetzt einfach, dass ihr diese Dose nochmal gesehen habt. Da ist unten auch noch so ein Beutelchen drin und verschiedenes anderes Teezubehör noch und nöcher. Ich mache an der Stelle jetzt wirklich mal einen Cut, weil das ist so viel Zeug und ich stecke da noch nicht ganz dahinter, was man mit den einzelnen Teeutensilien machen soll. Das war auch noch ein anderer schöner Gaiwan-Topf. Die nennt man wohl Gaiwan, diese Töpfe, wo der Tee dann entsprechend eben drin angerichtet wird, um ihn dann aus solchen kleinen Trinknäpfchen eben zu trinken, wenn ich das richtig kapiert habe. Aber Heidenei, Heidenei, Heidewitzka, ich bin da richtig gespannt auf meine entsprechenden Teestudien im Rahmen dieser Teereise um die Welt. Da kann ich wirklich nur hei, 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 dazu sagen. Es
gab auch noch irgendwo eine Dose Samba-Schokocreme. Auch die haben wir schon entsprechend genossen. Die wurde eben schon auf Tour sogar mitgenommen. Kommen wir nämlich jetzt gerade wieder von und haben da ein bisschen zum Frühstück, haben wir da entsprechend sie bei den Frühstücksutensilien auch dabei gehabt. Und ganz, ganz toll, kann man auch alles ganz hervorragend gebrauchen. Und wie gesagt, die ganzen Kaffeespezialitäten, da freut sich die Evelyn. Und ich freue mich vor allen Dingen halt eben über den Tee. Aber sie mag auch Tee, gell? Ja. Ja. So, und das also wirklich. Heieieiei. Da kann ich wirklich nur noch heieieiei sagen. Puh. Also, Wahnsinn. Also, das ist ganz, ganz toll. Also, da freue ich mich wirklich wahnsinnig über diesen ganzen Riesenberg Tee. Habe jetzt Tee bis gefühlt zu meinem Lebensende. Toll. Einfach nur ganz, ganz toll. Und schmeckt ja auch wirklich lecker. Und es war auch noch so ein tolles Teesieb mit Teebecher und so einem Holzuntersetzer dabei. Das habe ich jetzt deswegen nicht gezeigt, weil das steht quasi oben in ständiger Verwendung. Sobald Lea nächster Tee aufbrühen, wenn ich auch hier ein bisschen durchkomme. Mehr fällt mir jetzt dazu echt nicht mehr ein. Das ist der Wahnsinn. Diese ganzen Teeutensilien und alle möglichen Sachen. Und ich habe beim Auspacken immer wieder noch was Neues entdeckt. Zum Beispiel, ach, das zeige ich euch jetzt doch noch, diese Gaiwan, ne? Dieses chinesische Teegeschirr. Das ist hier nochmal ein ganz, ganz schöner mit so ganz tollem Porzellan. Das ist außen, fühlt sich das an wie so tongebrannt, ist aber innen galvanisiert, heißt das so. Also so ganz, ganz feines, galvanisiert, ich weiß es nicht, das ist gerade nicht mehr zusammen, also ganz feines Porzellan, sieht toll aus, passt wunderbar ineinander, hat auch noch ein Deckelchen und sieht einfach super schön aus, wie ich finde. Also mal ganz abgesehen davon, dass man einen tollen Tee daraus trinken kann. Und ich höre auf, ich lasse es sein. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, es ist der Wahnsinn und ich freue mich da tierisch drüber und werde mich also teetechnisch jetzt weiterbilden. Ne? Und bevor ich irgendwelchen Quatsch erzähle, mache ich, wie gesagt, jetzt Schluss. Macht's gut und nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Wahnsinn! Tschüss!